Einen wunderschönen Donnerstag hier aus dem DWZ Newsroom. Es geht langsam Richtung Weihnachten, Richtung Weihnachtsmarkt. Und zum Beispiel im Hochzeitshaus gibt es dann auch eine Christmas Party. Sonst steht dieses Gebäude mitten in der Rattenfängerstadt aber öfters leer, schon seit über 10 Jahren eigentlich. Jetzt soll sich da aber was ändern. Bei mir ist Reporter Philipp Killmann. Hallo. Moin. Und du hast mit jemandem gesprochen, der würde gerne im Hochzeitshaus etwas machen. Genau, ein Hammelner Geschäftsmann, der hatte eine Idee fürs Hochzeitshaus, fürs Erdgeschoss. Und die ist dann bei der HMT wohl auch ganz gut angekommen. Aber jetzt haben wir fast ein Jahr später und es hat sich noch nichts getan. Okay, also wenn jemand mit einer guten Idee fürs Hochzeitshaus kommt bei HMT und die sich auch noch darüber freuen, wieso ist dann ein Jahr nichts passiert? Genau, dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. Okay, und dann wird man mehr davon auch von dir erfahren auf deinem Twitter-Kanal, der ist ja jetzt hier eingeblendet. Ansonsten, die Geschichte morgen in der... So ist der Plan. Wenn alles klappt, wenn wir Antworten bekommen, dann ist das morgen alles in der Freitags-DWZ für euch zum Lesen und natürlich auch online auf dwz.de. Und falls ihr auch noch Ideen habt, was im Hochzeitshaus mal so passieren könnte, hier unten in die Kommentare. Danke, Philipp. Danke auch. Bis morgen.